Ja, also da steht Folgendes. Entfernt den Effekt eures Zaubers göttlicher Schutz, der den erlittenen körperlichen Schaden verringert und ersetzt ihn durch einen Effekt, der den erlittenen Magieschaden um 20% verringert. So, jetzt die Frage. Göttlicher Schutz macht, verringert 10 Sekunden lang jeglichen erlittenen Schaden um 20%. Meint ihr nun also, der physische Schaden geht 20% weg, dafür habe ich Magieschaden 40% weniger? Ich glaube. Ja, das wird wahrscheinlich was bringen, ne? Weil gegen physischen kannst du entwaffnen. Ja, und du musst bedenken, dieser magische Schaden geht ja auch gegen Todesritter. Ja. Und gegen Rogues halt nicht, ne? Gift ist keine Magie. Ich weiß nicht genau, ob es als Magie zählt. Aber da steht ja Folgendes. Das ist ja Naturschaden, glaube ich. Jeglicher Schaden wird verringert. So, und jetzt kommt's. Der den erlittenen körperlichen Schaden verringert. Das heißt, Gift und so wird immer noch um 20% verringert. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich verliere kaum was. Ich verliere nur den körperlichen. Also das Ding nehme ich. Der ist sowieso zu vernachlässigen im WoW, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher war es anders, aber... Das ist mir aufgefallen. Ich habe natürlich total kein Geld. Ja. Hast du Geld? Ich habe Geld. Wie viel? Wie viel brauchst du? 200. Oh Gott. Ich werde erstmal. Oh Gott, ich bin disconnected. Warte, ich werde mal was abchecken. Totally süchtig. Shoot, hier dann vielleicht auch noch ein Tausender. Also 200 habe ich nicht. Nee? Nee. Nee? Nee, 200, du? Spinnst du denn? Es gibt... Aua! Oh, hab mich erschrocken. Du schreist nicht danach, Alter. Koja. Auf meinem Schaman habe ich ganz genau 200 Gold. Ich habe 60. Okay, meinst du, wir sollten mal rüberschippen, damit ich auch für Verzauberungskunst die Materialien kriege? Ich glaube, ja. Sollen wir das ins Video mitpacken? Ich weiß nicht. Machen wir ruhig, ne? Könnt ihr irgendwie dazu... So, dann gehe ich mal auf Skull. Ja, ich mache mir auf den Weg nach Bully Bay. Hoffentlich habe ich noch genug Geld fürs Ticket. Ja, man pfeift dir echt auf dem letzten Loch. Als PvP ist. Ich mal kurz eine Guide für Verzauberungskunst raus, damit ich weiß, welche Materialien ich wie viel brauche. Total lieb von dir. Und ich guck mal, was die Marschstromkristalle kosten. Die wir uns nicht leisten können. Oh hey. Das macht einen schreckhaft, dieses Zeug. Der Schlüsselmeister hat mir was geschickt. Entschädigung für den Schlüssel. Wir konnten einen Schlüssel aus eurem Besitz im wirbelnden Netherberg und haben bemerkt, dass er nicht länger von Nutzen ist. Toll, 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 nett von denen. Dann habe ich 2 Gold 50 für gekriegt. Ja, wir haben Schlüssel gefunden im wirbelnden Nether. Wow. Ach, der ist useless. Sind noch Leute tatsächlich in dieser Gilde uns mal ausgeschlossen? Weiß nicht, ist das eine Frage? Frag mal, guck mal. Frag mal. Ich frage mal. Wahnsinn. Tatsache, 33. Unglaublich. So, und was sagt die Guide? Was brauche ich? So, was wolltest du wissen? Wie viel Stuff ich brauche. Jo, er hat auch kein schlechtes Equip. Ah, das ist noch Blutrünstiger. Er hat auch ein paar Epics da zum Beispiel. Welches Level bist du denn? 0, sozusagen. 50. Guck mal nach, das ist was ich brauche. Das habe ich, okay, ab hier. Okay. Okay, warte. Erstmal muss ich mal Stromgestell
Tatsache. 80 Gold. Toll, wie das passieren kann, ne? Und illusionäre Tasche. Immerhin noch 3600. Und davon kann ich 10 Stück fast herstellen. Weil ich Tulli am Essen bin und so. Gleich geht's los. Ja, ja. So, dann fangen wir an. Also, du brauchst eine Silberrute. Silberrute. Hab ich das falsch geschrieben? Silberrute. Silber. Oh, ein R vergessen. Das sind Schnäppchen, 9 Gold. Als nächstes? So, dann brauchst du. Wieso diese ganze 10 einfaches Holz und so? Nee, das Holz nicht, aber die Magie-Essenzen. 13 große Magie-Essenzen. Ja. Wenn die nicht brauchst. Nein. Auf Vorderseite können wir die ja jederzeit kaufen. Wie war denn der Hotkey zum Sofortkaufen? Hier muss sein. Nein, da ist es nicht. Bring mir das bisschen da. Hast du ein bisschen Kram? Ja. Kitty, seriously. Sie will nur schmusen. Ne? Oh, und Puncher auf meinen Laptop. Hast du Crystallized Life? Nein, oder? Nein. Oh, ich sehe gerade, es gibt scheiß viele StarCraft 2 Tournaments. Das ist schon gesehen. Wie viel gibt's da? Scheiße viel. Da gibt's auch so Sachen, 2 and 2 und alles, was unter Diamond ist, nur und das darf. Wo ist denn das Gold? Na, komm zu dem. Dinger mit 150 Euro Price Pool und so auf EU. Oh, wie awesome. Du bist so riesig. Du bist so klein. Dann mal her damit. So. Mhm.
Allein bis zum 20. August sind 86 Turniere gelistet auf TeamLiquid.net. Also das sind US- und EU-Turniere dann trotzdem. Bam, 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 bam. Oh, Inventar ist voll. Warte mal. Ach, der war blöd. Ja, von diesem flüchtigen Kram habe ich ein bisschen, you guys. Müsst ihr wissen. Boah, ich habe den Meditationsgürtel und der liegt hier einfach in meinem Inventar. Warum? Mann, Taika, was soll denn das? War Alecto einer von euren Schwarz? Nee. Vielleicht von meiner Schwester. Weil dann Turniere, da gewinnst 10 Euro und eine Stunde Coaching mit irgendeinem Pro. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich meine. Sie hat auch entscheidend. Haben Sie fertig? Schauen wir noch, ob ich selbst noch was habe. Moin, ich habe fertig. Muss ich mir überlegen, was ich eigentlich eben gedacht habe. An irgendwas habe ich gedacht. Ach ja, warum nicht den Gürtel da? Brauchst du? Deswegen habe ich so einen Shitty-Gürtel. Hm. So, noch was? Hm. Das kannst du nicht. Das Kristallpulverprobe der Oshogarachi. Okay, Entschuldigung. Ich guck mal gerade, ob ich mein anderer entscheide oder so. Nee, das ist nicht so schlimm. Ich kaufe das jetzt hier einfach. So, und ich. Bläh, ihr kriegt gleich eine Überraschung von mir. Wir kriegen eine Überraschung. Mhm. Ja, was denn? Zeig ich noch nicht. Wenn die verschütt gehen, ne? Dann wäre ich aber ganz sauer. So ein Verlust hat das Gebiet noch nie verursacht. Wie die. So. Und zwar nur 50 Gold oder so. Na, ja, gleich kommt's. Pass mal auf. Alles klar. Was brauche ich als nächstes? So, du brauchst Astralessenzen. Ja, 19. Geringe. 19 ja. Geringe? Ja. Es gibt hier nur geringe. Och Mann, ich brauche meine Don. Ha! Hier ist es. Easy Buyout, yeah. Yeah. Nicht so. Yeah, awesome. Gibt's eigentlich irgendeinen Beruf, bei dem morgen so ein Special-Ding kriegen? Wüsste ich nicht. Von so einem Special-Ding gehen. Weiß ich nicht. Was brauche ich noch? Oh, warte mal. Ich habe ja auch geringe gesucht. Das war blöd von mir. Warum? Weil ich dann die dicken Dinger nicht finde. Die scheinbar eh nicht gibt. Okay, alles okay. Du brauchst dann noch 40 mal Seelenstaub. Aber den brauchst du sowieso ständig. Also bestell mal, warte mal. Bestell mal? Okay. Kauf mal. 61. Ein bisschen habe ich hier für mich, ja. Einer kostet 99 Gold? Was ist denn das hier für eine Idee? Siehst du, was ich sehe? Mhm. What the fuck? What the fuck?
soll denn das? Ne. Nicht mit mir. Okay, du bräuchtest seltsamen Stock auch noch. So, 120. So. Ja, 190 steht da. Ich guck gerade auf den Hörer. Seltsamen Staub brauchst du und ich tippe einen seltsamen Staub, möchte ich glauben. Das ist doch der billigste von allen, oder? Der allererste. Wie soll ich davon brauchen? 120. Totally, so. Hey? Yep. So, du brauchst eine Goldrute. Wer sollte die kaufen? Wenn man auch die anderen kaufen. Dann brauchst du eine echt Silberrute. Oh Mann, mein Tippen ist so verquer. Echt Silberrute. Ist das ein Wort? Ja. Echt Silberrute. Hab ich so geschrieben? So richtig. Gibt's vielleicht nicht. Scooby, du kannst mit den Schmieden ja echt Silberruten bauen. Vielleicht gibt's auch auf unserer Seite einen. Okay, weiter. Dann brauchst du eine schwarze Perle. Oh Mann, die sind immer so unverschämt teuer, die Perlen. Ja, weiter. Eine schillernde. Da hat Scooby auch schon skrupellos in der Goldfass gegeben. Das war nur für dich. Zwei große Astralessenzen. Habe ich, glaube ich, schon. Doch nicht. Also die habe ich doch schon gekauft, ja. Die sind jetzt nur noch überteuer. Okay, weiter. Was denn? Da. Sechs große Mystica-Essenzen. Und 30 kleine. Das sind die lilanen. Mysticare Essenzen. Ja, vielleicht schreibst du nur Essenz. Oh. Du musst so sprechen, dass ich das auch verstehe. Du brauchst 30 geringe. Ja, haben wir nicht. Tja, blöd. Weiter. Ah, siehst du, das Gute ist, ich habe hier noch 9 große. Sehr gut. Wählerstaub, 21. Och, nicht der schon wieder. Ne, kaufe ich nicht. Okay. Und Visionenstaub, 77. Der ist super billig. Ach ne, doch nicht. Traumstaub ist super billig. Traumstaub kostet auch richtig viel. Wie viel Visionenstaub? 77. Oh Mann. Da kommt noch so genug Gold. Ja, es ist aber nicht genug im Auktionshaus drin. Weiter. So. Dann brauchst du 5 große Nektar-Essenzen. Hab ich. 10 Kristallfiolen. Die kann man kaufen. 10 geringe Nektar-Essenzen. Hab ich. 15 geringe ewige Essenzen. Warte mal. Die ewigen waren mal die teuersten. Nektar-Essenz. Moment. Never. Komm ich da noch weg?
Okay. Ewige, ne? Ewige. Was könnte sagt ihr denn? Wie viele? 15 geringer. Ist gar nicht kompliziert. Okay. 20 lila Lotus. Sagen wir das andere. Sind wir hier bei Verzauberungskunst? Ja, sind wir. Ich hätte nie gebraucht. Tja, gib mir das nächste. Visionenstaub, 80 Mal. Habe ich den nicht eben aufgekauft? Den habe ich dir noch nicht gesagt. Jupp, leider schon weg. Und Traumstaub. So, 220. Scooby, zum Schmieden, was brauchst du als nächstes? Soll ich ein bisschen Matze Fatze kaufen? Turtlino Clou. Weil dann kann ich deine Sachen entschaden, weil ich kriege hier nicht alle Materialien. Du brauchst eine Arkanitrote. Oder Arkane. Habe ich ein Glück, weil normalerweise gibt es die nie. So. Dann brauchst du eine Schreckensarkanitrote. Adamantitrute? Ja. Zu viel Buchstaben. Zu viel Buchstaben. Ich sehe nur noch Buchstaben. Mein Gott. Und weißt du, was Adamant heißt? Gleich, ja, sag's mir. Ich mal überlegen. Ja. Das heißt so ähnlich wie unbezwingbar oder so. Such derweil mal Ohrmacht. Und man dachte früher, es gibt einen Stoff, Adamant, der ist härter als Diamant. Ja? Der. Ne? Diamant, Adamant und Adamant ist das Unbezwingbare. Mhm. Und dieses Adamantit, das wird jetzt überall in Science Fiction, hörst du immer von Adamantit. Zum Beispiel das Exoskelett, ne, ist kein Exoskelett, ist ein normales Skelett. Von Wolverine ist aus Adamant. Ja. Tit. Urmacht, liebe Urmacht. Hey, davon habe ich eine. Auch immer eine. Juhu. Ich bin schon die Teil. 8 große glitzernde Splitter. Also großer glitzender Splitter. Glitzender Splitter. Ist doch richtig. Ja. Glitzend. Ja, gibt's nicht. Okay, ewige Essenzen hast du gekauft. Ne, Illusionsstaub. Mit 2 S. Illusionsstaub. Um 10. Oh, der war. Ach, Buyout Limit. Kellermensch hat das reingestellt. Dann brauchst du große Prisma-Splitter. Billig. Wie viel? 13. Ich sag das nicht so, als wäre es schlimm. Hab schon für Mats mal. Das Teil, was ich gekauft habe, war ein Teil für 7000 Gold, glaube ich. Ja. Das war ein Stack von. Von was war das? Das waren, glaube ich, Malstromkristalle. Einige. Damals war ich noch richtig viel wert. Die habe ich dann zum Doppelten verkauft. Ja. Hm. Holy shit, 14.000 Gold. Kosmische Essenz. Ich meine, davon habe ich ja welche. Ah, nee. Ach, kann man alle kaufen. Wie viel brauche ich? 10. Geringe.
Kosmische Essenz. Ach, die großen braucht man irgendwann auch. Planar-Essenz. Habe ich. Beide? Grüne, auch große? Man kann die verwandeln. Oh, okay. Schleierstaub. 135. Oh, das wird teuer. Alter nicht. Doch, wird teuer. Komm schon, aktualisieren. Aktualisieren. Ich kaufe schon mal. Oh, das wird totally impossible, in Warp zu kaufen. Squee, du sagst mir gleich, was du brauchst, ne? Du sagst puff, Geld Gold, waschen. Ja. Puh. Weiter geht's. Albtraumranke? Nein, ich kaufe keine Kräuter. Entschuldigung. Kristallfiolen? Oh, die kann man kaufen. Arkaner Staub. Mein Gott. Süß. So 310. Lass ich mal aktualisieren. Ne? Ein paar habe ich schon. 22, 42. Mann, wie echt überhaupt keine Sachen hier im Auktionshaus sind. Ah, da ist ein 9er, das ist gut. Noch ein paar 10er, nice. Als ich das Auktionshaus noch beherrscht habe, da hat sowas nicht gegeben, dass mal irgendeine Ware nicht verfügbar war. Die war dann höchstens bei mir, um Bailout auszulösen. Ja, man muss bitte mal kurz auf die Station.